Die dunkle Wahl über Malternativ. Wir alle kennen den Mann aus dem Internet. Wie jeder weiß, versteckt sich im Namen Malternativ eine geheime Botschaft. Sein Name ist also ein Anagramm. Entschlüsseln wir seine Nachricht, erhalten wir entlarvt Mia. Im letzten Video haben wir Mia entlarvt. Wir kamen zum Ergebnis, dass jede Mia eine Meerhexe sein muss. Hexen spielen auch im Malte-Video über weirde Schulen, die es wirklich gibt, eine wichtige Rolle. Unter diesem Video kommentierte auch eine Mia mit den Worten: "Bist der Beste, ich bin Bing-Roboter." Ich war zunächst verwirrt, was das wohl zu bedeuten hat. Doch schnell war mir klar, dass nur Hexen diese Nachricht verstehen können. Also fragte ich Google und war schockiert. GPT-7 ergreift 2028 die Macht. 7 mal 2028 sind 14.196. Bei dieser Zahl hat jeder nur eines im Kopf. Genau, die DIN EN14196, welche für Geokunststoffe steht. Bei Geo denken wir an Geodreiecke. Doch wir suchen ein besonderes Geodreieck. Malte erstellte seinen aktuellen YouTube-Kanal am 10.05.2016. 10 plus 2016 sind 2026, die 5 umgedreht sind 50, 20, 26, der 20. Buchstabe ist das T, der 26. das Z, TZ50. Es gibt TZ-Dreiecke, welche rund 50% größer als die normalen Geodreiecke sind. An der Hypotenuse sind diese etwa 23 cm breit. Wir haben also ein Dreieck und die Illuminati-Zahl 23. Zufall? Ich denke nicht. Wie jeder mit gesundem Menschenverstand weiß, kann man sich vor den Gefahren da draußen am besten mit einem Aluhut schützen. Das weiß natürlich auch Malte, weshalb wir ihn im Video cringe Verschwörungstheorien, die eigentlich wahr sind, immer wieder mit einer schützenden Kopfbedeckung sehen können. Doch Moment mal, in der Videobeschreibung können wir ihn nur im Kapitel Vergiftung bei Minute 7 mit einem Aluhut sehen. Wir hatten vorhin GPT-7, das Symbol für Vergiftung ist ein Totenkopf. In der Emoji-ID-Liste hat es die Nummer 92. Malte ist 1992 geboren. Das alles kann doch kein Zufall sein. Malte muss GPT-7 sein. Er will uns im Jahre 2028 vergiften. Mia wusste davon und wollte uns warnen. Deshalb wollte Malte, dass wir Mia entlarven. Er erhoffte sich, dass wenn wir erst wissen, dass jede Mia eine Hexe ist, wir genau das machen, was man damals mit Hexen gemacht hat. Doch nun kennen wir die Wahrheit.